Hard und Heavy, wir beweisen, dass es die heißeste Sendung ist, die es überhaupt im Fernsehen gibt. Hallo, herzlich willkommen, liebe Metal-Fans. Heute Z-Jago und Mydra und Videos. Wir fangen an mit Z-Jago und Blackbone Song. Ah, steckt. Crash. Z-Jago, Pilgrimage, das ist die LP, zu der dieser Song, den ihr gerade im Video, in einem sehr schönen Video gesehen habt, gehört. Und da ihr schon merkt, hier geht es nicht um Metal der allgemein üblichen Form, habe ich mir die Leute eingeladen, die dahinter stehen. Hier sind Jutta und Jimmy. Herzlich willkommen in Hard & Heavy. Schön, dass ihr gleich dem Ruf von uns gefolgt seid. Und jetzt am besten erklärst du oder du, wer immer es mag, mir den Inhalt dieses Songs. Okay. Ja. Blackbone Song ist also folgendes. Das sind verdammte Seemänner, die in schmutzigen, blutigen Sklavengeschäften ihre Seele dem Teufel verkauft haben und dafür verflucht worden sind. Und die sind nun dazu verdammt, für alle Ewigkeit den Blackbone Song zu singen. Und nur wenn sie unermüdlich das Ding singen, haben sie die Chance, mal erlöst zu werden. Und das ist eine wunderbare Geschichte, um überhaupt einzugehen auf Z-Jago. Ja. Deswegen haben wir den Song auch genommen. Wir konnten da gut von der Geschichte, wo Z-Jago herkommt, diese ganze fantastische Geschichte einbringen. Und deswegen haben wir den Blackbone Song genommen, weil er sehr gut, wie gesagt, da reinpasst. In diese fantastische Story. Ja, das ist nämlich ein wunderbarer Übergang, denn Z-Jago ist nicht Metal der üblichen Art, wie ich schon gesagt habe und wie man spätestens jetzt auch merken wird. Denn hier geht es um eine Fantasiewelt, hier geht es um eine ganz andere Geschichte, als der Metal normalerweise beinhaltet. Was ist, vielleicht erzählt ihr mir das kurz, die Ideologie von Z-Jago? Also Z-Jago ist praktisch auf der Suche nach der verlorenen Fantasie, weil wir wirklich der Meinung sind, dass die materiellen Werte an erster, zweiter und dritter Stelle stehen. Ne? Und ich finde das nicht mehr gut. Und ich dachte, okay, um mal überhaupt neue Inhalte zu setzen in die einzige Art von Musik, nämlich den Hard- und Heavy-Beat. Deswegen dachte ich, man muss mal sich ein bisschen lösen von den Horrorgeschichten von Blut und Kriege und Gewalt und so. Und biete halt mal eine richtige gute Basis an für die Leute. Aha. Ja, vielleicht lassen wir den jungen Mann auch mal sprechen. Sie sind gut aussehend und so stumm. nee, ja, was wollte ich? Also auf jeden Fall ist unsere Story auch immer noch der Realität bezogen. Ja. Und da legen wir auch tierischen Wert drauf, dass wir wirklich neue Texte machen wollen, nicht eben so Liebestexte, was also schon tausendmal praktiziert wurde, sondern eben wirklich was Neues, wo sich auch jeder was Eigenes auch rausziehen kann, seine eigene Fantasie mal spielen lassen kann. Und was ganz wichtig wirklich dabei ist, dass man einfach mal das Niveau ein bisschen erhöht. Ja. Man kann nicht ewig dieselben verlogenen Love Stories besingen. Ja. Die sind schon tausendmal, das haben andere schon oft genug gemacht. Ja. Und deswegen haben wir mal geguckt, was gibt es für neue Möglichkeiten, und inspiriert von klassischer Musik kam ich auf die Idee, okay, beweg dich mal ein bisschen besser in dieser fantastischen Gegend, und weil da gibt es genug zu sagen und zu schreiben. Und ja, Stichwort Wagner zum Beispiel, da kommt ja der Name her. Ja, ja. Z-Jago ist eine Sagengestalt. Sollen unsere Wurzeln auch sein. Ja. Also die Klassikmusik ist für uns Europäer die Wurzel. Und wir wollten auch wirklich wieder zu unseren Wurzeln und nicht zu amerikanischen Wurzeln, so wie es hier öfters praktiziert wird. Mal ein bisschen aufzuhören zu kopieren und mal ein bisschen wirklich versuchen, was Eigenständiges zu machen. Ne? Ja. Und da denke ich, da bietet sich das wirklich an mit den Klassikern hier in Europa, weil das gehört zu uns. Ne? Und wie gesagt, es gibt die Geschichte vom fliegenden Holländer, was eine fantastische Geschichte ist. Das ist eine holländische Sagengestalt, und dem habe ich dann praktisch die Z-Jago angedichtet. Das ist dann praktisch die Erfindung von mir. Ist die Tochter vom fliegenden Holländer und ist jetzt dazu ausersehen, die verlorene Fantasie bei den Menschen auf der Erde zurückzuholen. Das ist so im Groben gesagt die Story. Man könnte stundenlang darüber reden, weil es geht ganz tief, und es ist mir ganz wichtig, mit großer Verantwortung die Sache zu machen, weil ich finde, gerade die Leute, die auf Hard und Heavy stehen, die werden eigentlich genug verarscht von der Gesellschaft, und ich glaube, dass man dass gerade die Musiker 1989 damit aufhören sollten, die Leute zu verarschen, sondern ihnen wirklich was anbieten, wo sie, wenn sie wollen, sich was rausholen können. Das ist eigentlich das Einzige. Ja, toll, ist mal eine ganz andere Einstellung, ist auch mal was ganz Neues für mich, so vom Gästespektrum, das ich hier immer so habe. Eure Musik ist ja auch, bedient sich ja auch nicht der gängigen Muster, sondern es geht eigentlich eher um den langsamen Beat. Ja. Die Musik ist gewaltig. Schwer, ich habe mir sogar eure Platte angehört. Gell? Und gewaltige Musik braucht gewaltige Worte. Und deswegen auch dieser Tiefgang in den Texten. Ja, aber da muss man sich ja doch ganz schön damit beschäftigen, möchte ich mal sagen. Ich könnte jetzt keine Wagner-Opern zitieren oder so. Also ich habe keine Ahnung, gebe ich freimütig zu.
Muss man sich da lange hineinarbeiten in so eine Materie? Nee, eigentlich gar nicht. Du brauchst schon eine gewisse Zeit für Zertiago, wenn du diese Platte, wenn du da reinsteigen willst, wenn du Bock drauf hast, ne? Dann brauchst du eine gewisse Zeit, weil es ist kein Rock'n'Roll-Fastfood.